Schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu der fünften Ausgabe vom VF Talk. Wie Sie vielleicht wissen, der VF Talk normalerweise ist ein physischer Anlass, den wir einen halben Tag durchführen. Aufgrund von der aktuellen Situation haben wir uns entschlossen, das in sechs kleinen Häppchen zu servieren, damit Sie trotzdem Gelegenheit haben, unsere spannenden Referenten und Interviewgäste kennenzulernen. Das mal bei Ihnen direkt im Büro oder im Wohnzimmer oder zu Hause, wo Sie auch immer gerade sind. Es freut uns sehr, dass Sie heute zugeschaltet haben. Wir haben heute einen Special Guest da bei uns, bei der VF. Und wir nehmen da, es sind ein bisschen mehr Leute wie sonst da draußen, die gerade zuschauen. Darum vielleicht ganz kurz eine kleine Erklärung nochmal. Wer ist eigentlich die VF, die virtuelle Fabrik? Die virtuelle Fabrik ist ein Kooperationsnetzwerk, das vor gut 22 Jahren gegründet worden ist. Damals mit der Idee, dass wenn man ein komplexes Projekt hat, dass man natürlich dann sehr viele unterschiedliche Ansprechpartner hat. Und damit die Kommunikation auch wirklich klappt, ist halt immer das Problem, wenn man viele Ansprechpartner hat, dass die, wenn die einander nicht kennen, nicht so gut miteinander reden können. Und da ist die Idee gekommen, damals an der Fachhochschule Nordwestschweiz unter anderem, wir könnten eine virtuelle Fabrik gründen, die eigentlich immer die Kompetenzen gerade hat, die man braucht für sein Projekt und so eigentlich eine Fabrik kann konstituieren, die dann genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Jetzt haben wir vorher das Thema Kommunikation noch gehabt. Wie ist denn jetzt sichergestellt, dass die Kommunikation funktioniert in dieser virtuellen Fabrik? Die ist sichergestellt dadurch, dass wir als Verein konstituiert sind. Ein Verein hat dann auch entsprechendes Vereinsleben. Das heisst, wir haben gewisse soziale Kontakte. Teil von uns sind sogar auch privat befreundet. Und so ist es natürlich dann auch gewährleistet, dass wir einander gut kennen und auch gut miteinander können kommunizieren. Auch ich, respektive meine Firma, ist ein Teil von dem Netzwerk. Ich vertrete heute die Firma Rapid Manufacturing. Mein Name ist Alain Stäbler. Rapid Manufacturing ist ein Lohnfertiger im Kunststoffbereich. Wir machen Kunststoffteile und wir machen das Ganze mit der Technologie selektives Lasersintern. Selektives Lasersintern, das ist Schicht um Schicht Pulver aufschmelzen und so machen wir Bauteile. Häufig natürlich Serienteile. Wir machen aber auch einzelne Teile, also Losgröße 1. Das können dann Prototypen sein für Produktentwickler, das können Werkstattlehrer sein, Vorrichtungen, Maschinenbauteile, das können auch Architekturmodelle sein, Orthesen, also da gibt es fast gar keine Grenzen. Wir arbeiten viel, zum Beispiel für die Firma Götti, dort machen wir Brillengestell, also sprich Bügel und Fronten. Wir arbeiten für einen Drohnenhersteller, wir arbeiten für ein Unternehmen, das Teile hat für, also Produkte für Altersheim und machen dort die entsprechenden Gehäuse, also auch dort sehr, sehr breit. Ja, aber nicht mehr allzu viel über die virtuelle Fabrik und über mich. Sie schauen heute vor allem, weil Sie unseren Special Guest kennenlernen. Es freut mich außerordentlich, dass heute im Studio bei uns der Tobias Reichmuth ist. Tobias Reichmuth kennen Sie wahrscheinlich alle von der Show «Höhle des Löwen». Schönen guten Nachmittag, Tobias Reichmuth. Hallo. Guten Tag, Herr Stäbler. Und guten Tag miteinander. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Und ich muss sagen, ich wäre natürlich viel lieber in Person dabei. Jetzt machen wir es virtuell. Das ist auch gut. Freue mich aber hoffentlich bei meinem nächsten Mal dann auch können, physisch Sie alle zu begrüßen. Wunderbar. Herr Reichmuth, sagen Sie uns doch mal, wer sind Sie? Das ist Stäbler und Schawinski ist nicht beieinander offenbar. ja, kurz gesagt, ich bin Unternehmer. Ich glaube, das betitelt mich am exaktesten. Gibt es denn auch noch einen Mensch? Es gibt sicherlich auch einen Mensch dahinter. Ja. Was macht der Mensch? Ist nicht so weit weg vom Unternehmer. Ich tue gerne neue Sachen initiieren. Sei das im Privaten, sei das eben im Geschäftlichen. Ich bin immer offen für Neues. Mich interessiert das Innovative. Schlussendlich aber natürlich auch ein Mensch, der gerne mit Freunden rum ist. Definitiv nicht ein Mensch, der all das macht, wo sagen wir so ein bisschen der Durchschnitt amix vielleicht definiert, dass ich gehe nicht gern in Hotelferien, wo schon ein Plan herrscht. Ich tue lieber ohne großen Plan neu mehr herreisen.
ich suche eigentlich immer das, was nicht der Alltag ist. Das beschreibt mich vielleicht ganz gut. Super, gut. Jetzt kennt man Sie ja als Investor von Höhle der Löwen Schweiz. Eben, wie Sie gesagt haben, als Unternehmer, Konferenzveranstalter, habe ich auch gehört. Ich habe auch schon gehört, Sie klettern sogar aufs Matterhorn. Was machen Sie sonst noch alles? Gut, also, wie vorher schon gesagt, das Thema Innovation liegt mir wahnsinnig am Herzen. Und zwar eigentlich aus der Überlegung heraus, es gibt nichts Spannenderes, als Neues zu lernen. Das heisst, sich selber immer wieder neue Herausforderungen zu stellen, ist eigentlich vor allem darum interessant, weil man ganz in neue Gebiete vorstossen kann, neue Sachen begreift und so weiter. Und momentan am meisten beschäftigt mich das Thema Longevity. Das haben jetzt vielleicht viele von Ihnen noch nicht gehört. Longevity ist eigentlich die Wissenschaft vom gesunden Altwerden. Und da geht es um Zellalterung. Da hat die Wissenschaft, und zwar von Harvard bis zur ETH, bis nach Israel und China, Zig-Universität einen riesen Fortschritt gemacht, wenn es darum geht, wie kann man Zellalterung und somit generell die Alterung vom menschlichen Körper verlangsamen, in gewissen Bereichen sogar teilweise aufheben. Und dort gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, die jetzt relativ schnell marktreif werden. Da kann man Firmen aufbauen. Das beschäftigt mich momentan am meisten. Also das heisst, mein momentaner Fokus ist eigentlich das Thema Longevity. Wie kann ich mithelfen, dass der Mensch vielleicht nicht gerade ewig lebt, aber zumindest sehr lang gesund bleibt. Ja. Einfaches Beispiel: in der Schweiz wird man heute etwa 83 im Durchschnitt. Das ist ja schön. Weniger lässig ist, dass man etwa ab 71 nicht mehr gesund ist. Wir reden hier über den Durchschnitt. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie weiter über 70 gesund bleiben, natürlich. Aber wie lässig wäre es denn, wenn man könnte sagen, ja, man wäre 83, 85 und ist 84,9 Jahre davon sehr gesund. Ja, das soll eigentlich das Ziel sein, dass man die Lebensqualität bis ins hohe Alter verbessert, die Aktivität erhält. Ich glaube, das macht das Leben lebenswert. Und dort ist die Wissenschaft, wie gesagt, sehr, sehr schnell unterwegs. Und für einen Unternehmer, und ich kann das allen ans Herz legen, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, spannende Firmen, spannende Produkte und Services aufzubauen. Sie springen früh auf innovative Themen auf. Wie finden Sie die Themen und wie können Sie sicher sein, dass Sie nicht zu früh sind? Das ist eine gute Frage. Also ganz sicher sie kann man sich nicht. Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen das Antesten. Das Thema erneuerbare Energien. Bin ich 2009 mit SUSI Partners rein. Das ist ein Infrastrukturfondsmanager. Das heisst, wir finanzieren Solarkraftwerke und Windkraftwerke und energieeffiziente Strassenbeleuchtung, Ladestationen für Autos. Und als ich die Firma 2009 gegründet habe, war es definitiv eher früh gewesen. Ja. Das heisst, man ist angegangen zu Investoren, dann gesagt, hört, investieren in unsere Fonds, mehr investieren in Solarkraftwerke, das ist grossartig. Die haben einem teilweise angeschaut mit, ja, also, funktioniert denn das? Ja. Und es ist natürlich auch so, wenn noch nicht alle der Meinung sind, dass es funktioniert, kann man gute Renditen erwirtschaften. Also wir haben im 2009 in Deutschland Solarkraftwerke mit 20-jährigen Einspeisetarifen gekauft mit einer Rendite von 14%. Also heute, wenn sie 4% erreichen, ist es auch lässig. Ja. Es zeigt einfach, also, wer früh in ein Thema hineingeht, hat auch die Möglichkeit, sehr eine interessante Rendite zu erwirtschaften. Jetzt auf Ihre Frage hier, wie erkenne ich, ob ich rechtzeitig oder zu früh bin? Ich glaube, es ist auch ein bisschen das Ohr am Boden zu haben. Ein bisschen umzuhören. Wann kommen Begriffe mehr? Und das können Sie institutionalisieren. Sie können bei Google schauen, welche Begriffe wie häufig gesucht werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin das Thema Krypto, also Bitcoin und so weiter, zusammen mit einem Partner, Jan Breschek, eingestiegen im 2017, relativ früh. Das war absolut der richtige Zeitpunkt. Ja, im 2016 haben wir langsam ein bisschen mehr gehört davon. Wir haben uns angefangen darüber unterhalten, dass wir jetzt dort eigentlich so eine Firma aufbauen, die eine gewisse Seriosität in den Wilden Westen von Kryptomärkten hineinbringt. Wie sind wir darauf gekommen? Wir haben immer mehr gehört, Leute darüber reden. Ich habe selber das erste Mal 2012 über Bitcoin was gehört. Habe es nicht verstanden. Ja, Blockchain auch nicht. Ich habe dann zum Glück auf einen Hinweis von Mark, einem Freund von mir, ein paar Bitcoin gekauft, zugegebenermaßen mehr einfach so im Sinn von, ja gut, investierst du mal 2000 Franken. Die 2000 Franken sind heute etwa 200'000 Franken wert. Also das ist lässig, auch dort früher zu sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass man den Markt muss bewegen und bauen. Also es ist ja manchmal auch so, dass es noch nicht viel gibt und man kommt rein und baut etwas auf. Und das ist sicherlich jetzt beim Thema Longevity so, dass man sagen, eigentlich muss ja jeder Mensch ein Interesse haben, gesund alt zu werden. Also ich setze jetzt einfach mal voraus, das ist es so. Ja, ich nehme jetzt mal an, der Markt ist 8 Milliarden Menschen gross. Ja. Und nachher schaue ich, was passiert auf der Wissenschaftsseite und muss nachher das übersetzen in ein Produkt, das es heute noch nicht gibt. Also wenn ich jetzt eine Umfrage mache,
ja, bei einem Einkaufszentrum und sagen, was halten Sie von Longevity? Da werden 99% der Leute nicht verstehen, was ich vorher vorgestellt habe. Und dann müsste ich eigentlich sagen, gut, das ist der Markt noch nicht reif. Das heisst, hier ist es ein Push-Ansatz in dem Sinne, wo man sagt, ich bin überzeugt, dass das Thema funktioniert. Und ich fange jetzt einmal an, in den Markt hineinzugehen, Firmen aufzubauen, Produkte zu machen. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen ein Hinhören, was passiert gerade, wie viel Google-Searches gibt es zu einem Thema. Und dann kann man sagen, hey, da geht etwas. Und kann man dort noch rein rechtzeitig, ja? Oder aber man definiert, dass man es vielleicht besser weiß als der Rest. Ja? Also wenn Sie den Steve Jobs anschauen, der hat nicht gefragt, braucht die Welt einen Tablet-Computer? Ja? Weil der hat die Leute gesagt, nein, ich habe ein Handy oder ich habe einen Laptop. Ja? Der hat gesagt, der braucht einen Tablet-Computer. Ich glaube, das ist durchaus auch ein Ansatz, dass man sich überlegen kann, haben wir hier Innovationen, die eigentlich interessant sein müssten, und dann fängt man mal an. Aber es ist sicherlich schwieriger, als Erster etwas aufzubauen. Also, so das Geheimnis des einfachen Erfolgs ist wahrscheinlich eher etwas zu kopieren. Also zu schauen, gibt es jemanden in einem anderen Markt oder in einem schnell wachsenden Markt, vielleicht sogar im gleichen geografischen Raum, wo etwas Spannendes macht, wo anfängt, Interesse findet, und dann macht man genau das Gleiche. Und wenn der Markt wirklich wächst und macht es gut, dann ist man auch im Geschäft. Ja. Sehr gut, danke vielmals. Jetzt ist ja Nachhaltigkeit mit Susi Partners Ihr erstes grosses Thema gewesen. Kann man mit Nachhaltigkeit heute noch innovativ sein? Ja, gell, also wenn man schaut, dass jede Bank eigentlich unterdessen ESG und Nachhaltigkeit draufschreibt, muss man sich fragen, ob da noch viel Innovation drin ist. Aber ich denke schon, dass die Nachhaltigkeit, die jetzt ein Megathema ist, ein Megatrend, heute muss ja nachhaltig sein, dass du als Unternehmer immer noch sehr viele Möglichkeiten hast, Sachen neu zu finden im Kontext von Nachhaltigkeit. Was heisst das? Alles, was heute nicht CO2-neutral ist, muss CO2-neutral werden. Das postuliere ich jetzt einmal so. Ja. Wenn Sie also in einer Industrie sind, wo das noch nicht allzu wichtig ist und noch nicht gespielt wird, sage ich Ihnen, es wird wichtig. Die nächsten 10 Jahre kommen Sie nicht drum herum. Und wenn Sie jetzt in einer Industrie sagen, ja, weißt du was, ich bin vielleicht einer der Ersten, der jetzt auf CO2-Neutralität geht, ja, dann sind Sie innovativ gewesen. Ja. Wenn Sie müssen jetzt nicht sagen, super, ich habe eine grossartige Idee, ich baue Elektroautos, der Zug ist gefahren. Ja. Aber es werden andere Bereiche geben, wo es vielleicht heute von den Kunden noch gar nicht nachgefragt wird. Ja. Und da mache ich jede Wette, in 10 Jahren wird auch Ihr Kunde unbedingt Nachhaltigkeit haben und CO2-Neutralität. Und wenn sie es nicht haben, dann rennen sie hinter rein. Und wenn sie es jetzt schon haben, können sie wahrscheinlich Marktanteil gewinnen. Also ich denke schon, dass Innovation dort noch möglich ist, auf der technischen Seite sowieso. Also ich meine, es gibt natürlich die graduelle Innovation, ja, Solarzellen werden immer effizienter und so weiter. Aber es gibt auch grosse Sprünge. Ich schaue mir jetzt gerade ein Start-up an, zum Investieren. Da geht es darum, dass die quasi Zement recyceln. Also wenn man ein Haus abreißt und anstelle, dass man das dann quasi auf die Halde schmeißt, wird das zermalmt und nachher mit einer Flüssigkeit, die da ETH erfunden worden ist, versehen. Und ich habe wieder Zement. Und mit 85% weniger CO2. Ja, das ist eine definitive Innovation. Also ich glaube, da gibt es noch ganz viele Bereiche, wo man etwas machen kann. Ja. Tipptopp, wir haben ja vorher schon ein bisschen über Krypto geredet. Sie haben jetzt die Crypto Finance Group an die deutsche Börse verkauft. Wie ist es da dazu gekommen und was ist das genau für ein Zeichen, das wir da daraus herauslesen? Ja, also grundsätzlich ist es natürlich, ich fange hinten an, ein tolles Zeichen. Eine deutsche Börse Group, old economy, sehr established, ja, kauft sich ein Krypto Innovator. Das hat man also vor 4 Jahren nicht gedacht. Ja. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie bei der Credit Suisse ein Lohnkonto eröffnen, von einer Firma, wo Krypto im Namen steht, Sie bekommen es nicht. Das gibt es nicht. Ja. Wir sind Crypto Finance AG, ist ein FINMA-reguliertes Unternehmen. Seriöser geht es gar nicht mehr. Ja. Wir haben keine Lohnkonten bei der Credit Suisse bekommen. Warum? Das Compliance von der Credit Suisse sagt, da ist Krypto drauf, das geht nicht. Ja. Wenn jetzt eine deutsche Börse kommt und sagt, wir kaufen uns ein Krypto-Unternehmen, ja, und wenn das integrieren in ihr Angebot, ja, dann ist das ein sehr, sehr starkes Zeichen, dass die Krypto-Economy nicht mehr weggeht, sondern wächst und Seriosität gönnt. Wir sehen das auch jetzt schon. Also schon nur nach dieser Ankündigung hat natürlich das Interesse an der Zusammenarbeit mit uns von diversen Banken massiv zugenommen. Plötzlich
kann eine Compliance-Abteilung sagen, Moment mal, da steht die deutsche Börse dahinter. Ja, das ist ganz etwas anderes. Also, es ist nicht ganz etwas anderes, es ist nur gefühlt etwas anderes. Ja. Und darum, glaube ich, kann man das Zeichen oder den Kauf von der Crypto Finance Group durch die deutsche Börse als ganz wichtiges Zeichen von der relativ jungen Kryptomarkt. Ja, also Cryptocurrencies gibt es seit 2008. Ja, das war die Geburt von Bitcoin gewesen. Das ist ein Zeichen, das man nicht unterschätzen darf. Da wird noch sehr, sehr viel mehr gehen. Da mache ich auch jetzt wieder die Ansage, jede Grossbank wird in den nächsten 5 Jahren ein Krypto-Angebot haben. Ja? Und Cryptocurrencies werden im Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Welche, kann man jetzt heute vielleicht auch noch nicht sagen. Und es gibt sicher auch wieder solche, die werden verschwinden. Und jawohl, das Ganze ist super volatil. Also man muss vorsichtig sein, wie viel von seinem Geld man in das Thema will investieren will. Aber das Zeichen war wirklich ein wichtiges von der ganzen Welt. Und vielleicht, warum haben wir es verkauft? Also, das war eigentlich nicht die Idee. Die Firma ist erst vor 4 Jahren gegründet worden, 2017. Wir haben eigentlich ein sehr gutes Geschäftsjahr 2020 gehabt. Nach einem sehr harten 2018 und einem immer noch harten 2019, wo es nicht so toll gelaufen ist. 20 war gut, schwarze Zahlen. 21 hat sich von Anfang an als sehr positiv abzeichnet. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wenn es anfängt zu laufen, nachher musst du nicht zurücklehnen und dankbar sein, sondern dann musst du investieren, dann musst du wachsen. Und wir haben bereits ein Büro in Singapur gegründet und gedacht, so, jetzt schauen wir, dass wir da auch in Europa noch mal schneller vorankommen, Deutschland, England, Singapur-Präsenz massiv ausbauen und haben eine grosse Finanzierungsrunde machen, also einen zweistelligen Millionenbetrag noch mal einwerben. Haben auch sehr gutes Interesse gefunden gehabt, von diversen Venture Capital Funds und so weiter. Und haben aber auch mit Strategen geredet, eben Strategen wie eine deutsche Börse. Und die haben dann für uns eigentlich fast ein bisschen unerwartet gesagt, ja, könnten wir euch kaufen. Und wir haben dann eigentlich zuerst gedacht, ja, eigentlich eher nicht, also, das wächst ja schön. Und dann haben die auch gesagt, was ihre Zahlungsbereitschaft wäre. Und dann haben wir dann gefunden, ja gut, kann man darüber reden. Und es ist natürlich auch so, wir haben in Anführungszeichen nur 2/3 verkauft. Also mehr und auch ich habe noch 1/3 von der Aktie, die wir jeweils hatten. Und das gibt natürlich ein schönes Upside. Also jetzt zusammen mit der Marktmacht von der deutschen Börse glauben wir schon, dass unsere Umsätze auch noch mal massiv werden ansteigen. Und das ist schön, noch ein paar Aktien können zu behalten. Sehr schön. Jetzt hat jemand ja in dem Sinn in ein Unternehmen von Ihnen investiert. Man kennt Sie ja dort, wo Sie in Unternehmen investieren, ja. Eben bei der Höhle des Löwen. Wenn Sie dort jeweils die Unternehmen anschauen, auf was muss man achten, wenn man in Startups investiert? Ich glaube, die allerwichtigste Regel ist immer das Team. Das Team ist immer wichtiger als die Idee. Also wenn vor Ihnen ein Gründerteam steht und Sie denken, also die Idee, das ist jetzt also wirklich super. Und dann können Sie auch Fragen stellen und Sie merken, aber in dem Team da harmoniert es nicht. Oder die Aktie von der Teilung scheint auf den ersten Blick unfair. Ja, nehmen Sie die Finger davon. Also das habe ich jetzt vielfach gesehen. Eine durchschnittliche Idee mit einem super Team gibt einen Erfolg. Eine grossartige Idee mit einem durchschnittlichen Team funktioniert nicht. Also die erste Regel, die ich immer anwende, und ich meine, logischerweise, das weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig, ob das wirklich so ist, aber wenn ich kritisch darauf schaue, habe ich das Gefühl, dass das Team zusammenarbeiten kann. Habe ich das Gefühl, die verschiedenen Kompetenzen, die es braucht, sind in dem Team enthalten. Es kann ja sein, dass das 3 super Freunde sind aus Schulzeit und alle haben das Gleiche studiert und können etwas Gleiches. Ja, da bringt es ja nicht, dass die jetzt dritte zusammen eine Firma gründen. Also man muss ja die verschiedenen Kompetenzen drin haben. Was schaut man sonst? Sicherlich ist es ein wachsender Markt. Ja. Und dann, was für mich auch immer entscheidend ist, ist, wo steht die Idee heute? Ja, ist es eine Erfindung, wo man sagt, ja, lässige Erfindung, aber ist das skalierbar oder nicht? Also die Skalierbarkeit, gerade bei Höhle der Löwen, ist die grösste Challenge. Also vielfach denkt man, das ist jetzt ein lässiger Unternehmer oder eine lässige Unternehmerin oder eben ein Team. Und das ist eigentlich nur eine tolle Idee und dann vorher schon mal im Kopf durchrechnen, was denn da für Umsätze entstehen können. Und es tut mir leid, wenn jetzt jemand halt irgendwie ein WC-Bürstchen mit einer 3. Krümmung erfunden hat, wo wahrscheinlich besser ist als das WC-Bürstchen, das man heute hat, und nachher sagt, die Firmenbewertung ist 5 Millionen. Dann kann ich sagen, ja, das ist schön, aber dann muss ich mir als Investor überlegen, ich gehe ja da ins Risiko.
Also, sprich, ich investiere bei einer Bewertung von 5 Millionen. Nehmen wir mal an, ich investiere 500'000, ich bekomme 10% von dieser Firma. Was ist mein Risiko? Die 500'000 sind weg, komplett. Ja, das ist mein Risiko. Was wollte ich für ein Upside? Ja, nicht nur 500'000 mehr, sondern ich hätte ganz 10-fache mehr. Das ist ja das Venture Capital Risk, das muss überproportionell entschädigt werden. Also muss ich mir überlegen, kann die Firma, die sie mehr mit 5 Millionen anpreisen, 50 Millionen wert werden? Und dann müssen sie dann sehr viele WC-Bürsten verkaufen. Ja, und das ist ein bisschen das Challenge im Schweizer Kontext natürlich. Eben, es ist eine Schweizer Sendung, es kommen Schweizer Unternehmer und die meisten haben den Schweizer Markt im Kopf. Und jetzt kommt noch ein Problem. Die meisten Produkte oder Firmen, die quasi uns vorgestellt werden, ja, sind ja Sachen, die der Zuschauer muss verstehen muss. WC-Bürste funktioniert. Ja, da kann ich mir ja etwas darunter vorstellen, dass das, wenn es eine Krümmung mehr hat, irgendwie besser ankommt oder so. Ja. Aber da bin ich meistens im sogenannten B2C, Business-to-Consumer-Bereich. Das heisst, irgendein Produkt an einen Konsument, das versteht man. Und die Schweiz ist halt ein Markt, wo 8 Millionen Leute wohnen, in vier Sprachen. Ja. Also wäre es sehr schwierig, einen grossen Umsatz nur in der Schweiz zu erzielen. Und darum ist auch eine Frage, die ich immer häufig stelle, ist, was sind Ihre Pläne für die Internationalisierung? Und was ich eigentlich will hören, ist, morgen ziehen wir um nach Berlin und bearbeiten den ganzen Dachmarkt bearbeiten. Aber wenn natürlich dann der Gründer sagt, ja, wissen Sie, also wir sind da in Konolfingen und das ist super und jetzt fangen wir da mal zuerst mit dem Kanton an und nachher, wenn wir dann die ganze Deutschschweiz machen und so weiter, dann wird das nie genug WC-Bürsteli sein. Ja. Und das ist also eben Skalierbarkeit. Wenn Sie der Meinung sind, dass das Team gut ist, zweitens sind Sie der Meinung, die Idee ist etwas, was interessant ist, ein wachsender Markt, dann kommt drittens das Thema Skalierbarkeit. Ist das Produkt skalierbar? Ist das Team in der Lage, schnell gross zu denken? Das ist eine Schweizer Krankheit, die Schweizer denken nicht genug gross. Unsere Bescheidenheit ist ja nobel. Aber eigentlich möchte ich ja investieren in ein Unternehmen, das sagt, hey, Weltmarkt, da wird die hin. Ja. Das hätte ich gesagt, sind so vielleicht die einfachsten Regeln. Und da gibt es noch ganz viele andere, wo wir noch länger darüber reden können. Aber so die drei würde ich mal am Anfang anschauen. Ja. Welche Rolle kommen die Startups eigentlich in der Schweiz zu? Noch eine zu kleine. Ich bin der Meinung, Startups müssen eine ganz wichtige Rolle haben. Warum? Wenn Sie mal schauen, und das ist jetzt eine Schätzung von mir, das müsste man jetzt recherchieren, aber ich stelle jetzt mal in den Raum, dass von den 20 grössten Unternehmen auf der Welt 10 vor 10 Jahren Startup gewesen sind. Also man denke an Google, ja, Facebook, also all die, nachher in China, Alibaba, was weiß ich was alles, sind Startups gewesen. Beherrschen heute Weltmärkte, machen riesen Umsätze, schaffen Arbeitsplätze. Ja. Dann müsste doch ein Land wie die Schweiz, wo viel Kapital und gut ausgebildete Leute herum ist, mehr von dem machen. Und unser Problem, das wir in der Schweiz doch haben, ist, die gut ausgebildeten Leute, die haben zu wenig Risikoappetit. Ja, da kommst du von der Uni, bekommst ein Angebot von einer Bank, von einer Big Corporate, von einer Consulting-Firma, erst zu 100'000 Franken. Ja, das ist nicht schlecht, wenn du von der Uni kommst. Ja. Und dann sagen halt viele, ja gut, also bevor ich jetzt das Start-up-Unternehmer werde und mir da fast nichts auszahlen kann, nehme ich doch mal die 100'000 und noch das geleaste Auto dazu und was weiß ich was. Ja. Und dann fängt es an, weil dann bist du in dem Hamsterrad drin. Ja, dann fängst du dir an, einen Lebensstil angewöhnen, eben bleib mal beim Leasing vom Auto, bei der schönen Wohnung, bei den teuren Ferien. Und nach 2 Jahren hast du eine Lohnerhöhung gehabt und bist mit einem Bonus auf 150'000. Und dann komme ich und sage, hey, was ist jetzt Start-up-Unternehmer wert? Ja. Gründen wir eine Firma zusammen, ich investiere. Du bekommst 60'000 Franken Salär, 5'000 pro Monat, mit dem kannst du nämlich leben. Wenn du keine Familie hast. Ja. Aber 5'000, ich habe mir auch 5'000 ausgezahlt in meiner ersten Firma, das ist gegangen, 3 Jahre lang. Nachher kommen die und sagen, ja, das ist schon gerade schwierig, weil schau, meine Wohnung, die kostet eben schon 4'500 Franken im Monat. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir daran kranken. Wir haben zu wenig Unternehmergeist haben wir vielleicht, aber zu wenig Appetit. Es ist fast zu schön in dem gemachten Bett als Angestellte. Und dann sind das dann gute Angestellte, aber die tun natürlich dann nicht wahnsinnig viele Arbeitsplätze schaffen. Also darum bin ich stark der Meinung, dass die Schweiz das Start-up-Tum mehr müsste propagieren als wirkliche Alternativen. Ja, und zwar zu jedem Zeitpunkt, auch wenn sie 10 Jahre Corporate Career hinter sich haben. Können ja mit 35 noch ein Start-up gründen. Übrigens, die erfolgreichsten Start-up werden von Leuten über 40 gegründet.
Das ist auch noch interessant, wenn man Statistik sieht zu dem. Ja. Also es gibt immer wieder die Möglichkeit, aber es ist natürlich so, je später ich in eine Unternehmerkarriere reingehe, desto schwieriger wird es, weil die Opportunitätskosten sind da. Da habe ich ein Haus, wo eine Hypothek drauf ist, ich habe Kinder, die in die Schule gehen, was weiß ich, was ich verpflichtigen kann. Ja. Man kann nicht mehr einfach so sagen, so, ab morgen schaue ich mal, wie es läuft. Und sind wir ehrlich, im Startup weiss ich im Durchschnitt nach 3 Jahren, ob das Ding funktioniert oder also, ob es ein bisschen funktioniert oder gar nicht. Ja. Und ich glaube, dort sind andere Länder von der Mentalität her schneller unterwegs. Ja. Und dann ist natürlich das viel angesprochene Thema, wir haben keine Fehlerkultur. Ja. Bei uns ist es immer noch so, ein bisschen so, dass wenn du mal auf die Nase gehst mit etwas, man sagt, ja gut, das ist jetzt auf die Nase gehst. In Amerika und übrigens China offenbar auch, was ich höre, ist es halt so, dass man sagt, ah, der ist auf die Nase gehst, der hat sicher viel gelernt. Geben wir ihm die nächste Chance. Ja. Also dort könnte man noch mehr machen. Und ich glaube, wenn die Schweiz will weit vorne bleiben, ja, in dem internationalen Kontext, dann können wir nicht nur darauf verlassen, dass Nestle und Novartis einen guten Job machen. Sondern wir müssen neue Unternehmen haben, die da Arbeitsplätze schaffen. Wir müssen Investoren haben, die bereit sind, in die Unternehmen zu investieren. Und ich weiß, ich werde gerade ein bisschen langsam, das ist das Thema, das am Herzen liegt. Aber ein Problem, das wir haben, ein Start-up-Unternehmer findet im Normalfall die ersten 100'000, 300'000, 500'000 in der Schweiz. Ist nicht so schwierig. Ja, es gibt genügend vermögende Business Angels, die sagen, ja, das ist jetzt ein lässiger junger Bursch oder eine lässige junge Dame, der gibt jetzt mal einen 50er oder einen 100er, hilft ein bisschen mit. Ja. Ist ja noch toll, wenn man so ein bisschen mitschaffen kann. Und nachher fliegt das Unternehmen an fliegen und dann braucht es dann halt 5 Millionen oder 10. Und dann wird es ganz schwierig in der Schweiz. Ja. Wir haben zu wenig Venture-Funds, die nachher bereit sind. Wir haben zu wenig Töpfe insgesamt. Ja. Und was machen die? Die sind ja nicht blöd. Die sagen, ja, danke vielmals bisher. Jetzt muss ich halt mein Headquarter in Silicon Valley bringen oder so. Ja, und dann haben wir natürlich eigentlich einen Mist. Weil dann haben wir spannende Unternehmen mit guten Unternehmern. Und weil sie die nächste Finanzierungsrunde nicht hinbekommen, da gehen sie ins Ausland und schaffen dann halt Arbeitsplätze dort. Also das ist eigentlich ein Appell, dass wir müssen so in der, man nennt das Series A, Series B, also in der mittleren Finanzierung, wo es um Millionenbeträge geht, dort müssen wir viel, viel stärker werden. Dass wir die Unternehmen können abhalten können. Es ist ja schade, wir bilden Leute aus, teure Ausbildung und so weiter. Und nachher nutzen wir das gar nicht im zweiten Schritt, wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu bauen. Und ich glaube, dort könnte man wirklich noch viel machen. Ja. Tipptopp, wunderbar. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet, eben Unternehmen, die gegründet werden. Jetzt, was geben Sie denen, die bereits unterwegs sind, so wie wir, was geben Sie denen für Tipps mit auf den Weg? Ja, da kann ich ja nur generell, wenn man sagt, kennen ein Unternehmen besser als ich. Ja. Also, ich glaube, genereller Natur, etwas, was ich kann vielleicht sagen, was ich selber gelernt habe und gemacht habe. Ich kann ja nicht sagen, was sie machen, das wissen sie besser. Ja. Aber was ich von mir gesehen habe, ist, man muss sich ab und zu als Unternehmer fragen, ob man dann eigentlich noch der Richtige ist, das Unternehmen zu steuern. Ja, das ist auch bei Susi Partners. Ich habe das Unternehmen 10 Jahre lang als CEO geführt und habe nachher die operative Führung übergeben, was, glaube ich, gut war. Weil, ja, ich bin Unternehmer. Ich bin der, der gerne mit der grossen Kelle anrührt, etwas macht. Aber ich bin weniger der Manager, der Feintuning macht. Ja, da gibt es andere, die können das besser. Und ich denke, das sollte man sich als Unternehmer immer wieder fragen. Und solange die Antwort ist, jawohl, da gibt es keinen, der das besser kann, dann macht man auch weiter, Vollgas. Ja. Das ist vielleicht etwas. Und das andere, glaube ich, wo man schon auch noch dürfte, ist wahrscheinlich teilweise ein bisschen aggressiver ins Wachstum investieren. Vielleicht auch dort eine Spur mehr Risiko nehmen. Ich meine, schauen Sie, wie billig Geld ist. Ja, Sie bekommen heute Kredit zu nichts. Ja. Und wenn Sie sehen, dass Ihre Produkte vielleicht nicht nur da laufen, sondern auch noch in anderen Märkten, dann können Sie entweder warten, bis Sie genügend Eigenmittel erwirtschaftet haben, um es selber zu machen, oder Sie gehen halt raus und nehmen mal ein bisschen Fremdkapital auf. Und ich bin nicht der Meinung, dass das falsch ist. Ja. Ich habe das Gefühl, dass viele Schweizer Unternehmer da fast ein bisschen zu konservativ unterwegs sind. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja gut, aber wenn eine Krise kommt, dann ist es angenehm, wenn nur Eigenkapital ist. Völlig unverstanden. Aber wenn man es gescheit macht und Tochtergesellschaften gründet und die irgendwie mit Fremdkapital ausstattet, dann kann man vielleicht schneller wachsen. Ja. Also wir schauen bei all meinen Unternehmen eigentlich immer, was ist die Möglichkeit, noch schneller voranzukommen. Und das, glaube ich, dürften viele Schweizer Unternehmer, die ja super starke Produkte haben, die Qualität ist ja grossartig in diesem Land, ja, könnten sich vielleicht überlegen, wie man noch ein bisschen schneller über die Schweizer Grenzen rauskommt. Ja. Wunderbar. Danke vielmals, Herr Eichmuth, dass
war sehr spannend. Ich habe also selber schon die ein oder anderen Feedbacks für mich mitnehmen. Jetzt haben wir da draußen ja die ganzen Zuschauer, die wahrscheinlich gespannt darauf warten, dass sie im Wonder Me mit ihnen zusammen vielleicht noch das eine oder andere austauschen können. Also wir freuen uns sehr, wenn sie jetzt dann gerade im Anschluss auf die Online-Plattform Wonder Me werden kommen. Wir sind dort, einzelne Vertreter von der virtuellen Fabrik sind dort und natürlich der Tobias Reichmuth ist dort. Wir können dort auch in einem One-to-One kurz ein bisschen befragen. Also wir würden uns sehr freuen, wenn wir dort noch ein bisschen alle miteinander könnten netzwerken. In dem Sinn, bis gerade. Ich werde ja auch noch einen kurzen Commercial machen für nächste Woche. Nächste Woche ist da im Studio beim Marcel Strebel, beim Präsident von der virtuellen Fabrik, der Herr Grossen, der Nationalrat von der Grünliberalen, was sicher auch ganz spannende Inputs zum Thema Nachhaltigkeit noch angeht. In dem Sinn, wir freuen uns, bis gerade. Und Herr Reichmuth, danke vielmals für das spannende Gespräch. Sehr gerne, Herr Stäbler, und gern bis nachher zum Networking.